Man, this is it. College. The atmosphere, the tradition, the coaching. It's nothing like it, Junior. This is a good time to get to know who you are, too. Get an education, you know? I mean, there's no money right now, but the path gets easier for you to get a bigger brand once you get into the league because of all the TV exposure. Yeah, like Zion. Exactly, like Zion. It's not gonna be easy. A few bad games gets magnified. Bad press snowballs fast in college. Yeah, but positive press snowballs too. Exactly. So you wanna keep it positive. I know you made a few visits, talked to a few coaches, but the decision is yours. Where do you see yourself next year, Junior? Madness. This is Sparta! You made the right choice, Junior. Let's get you on a call with Coach. I know he's gonna be thrilled. I'm gonna be keeping an eye on you, you hear me? So you think you're ready to declare for the draft? Just hit me up. Thanks, Arch. Moving into a bigger world now, Junior. You think you're ready? Oh, no doubt, man. Let's go get it. Geht ab, liebe Basketballfreunde. Was soll ich sagen? Erstmal vielen, vielen Dank für das Feedback auf die ersten Folgen von NBA 2K21. Ich habe schon gesehen, die Nachfrage ist groß. Max, wann kommen denn immer die Folgen? Ne? Und ich weiß, bei mir kommt das ja meistens immer so ein bisschen, es kommt, wann es kommt. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, für diese Woche, also wenn ihr die Episode seht, die ist um 16 Uhr, jetzt genau 16 Uhr erschienen, wir machen das jetzt einfach so, My Career, ab jetzt, den Rest der Woche, immer um 16 Uhr. Das heißt, ihr wisst, ja, eigentlich wie früher, Glanzzeiten, so Pokémon wusste man immer, kommt um 14 Uhr, Dragon Ball kommt abends um 19 Uhr, jetzt wisst ihr einfach, diese Woche zumindest mal, ich nehme jetzt so auf und produziere so vor, dass immer um 16 Uhr eine neue Folge erscheint. Und für die Leute, die mich angeschrieben haben und sagen, hey Max, warum ist denn da in der Playlist eine Folge privat? Das sind dann immer die Folgen, die ich vorproduziert und vorgeplant habe. Deswegen könnt ihr die nicht angucken, also nicht wundern und einfach immer um 16 Uhr auf den Kanal gucken. Genau, ansonsten, wir sind hier im College. Hotfix ist bereits draußen für Stufen Rookie, Profi, All-Star, wenn ich mich nicht täusche, Hall of Fame nicht. Ich habe jetzt noch nicht, ehrlich gesagt, einen großartigen Unterschied gemerkt, wenn ich gestreamt habe. Wir werden es jetzt gleich sehen. Entwicklung. Da habe ich auch ein paar Kommentare bekommen. Wir werden die Entwicklung... Wir werden sie nicht zu langsam, aber auch nicht zu schnell machen. Also einfach immer Schritt für Schritt. Ich komme, wie gesagt, mit meinen 90.000 VC komme ich sowieso jetzt nicht ultra mega weit. Und deshalb, ja, machen wir das einfach Step by Step. Gut, die letzten Spiele können wir jetzt gar nicht ehrlicherweise richtig beurteilen, weil wir verletzt waren. Da werde ich irgendwann im Stream auch nochmal ausprobieren mit meinem zweiten Spieler, was denn da genau passiert, wenn wir das anders entscheiden, ne? Und da jetzt momentan der Wurf tatsächlich eher ja, nicht so geil ist, gehe ich vielleicht mal wirklich eher so ein bisschen mit ja, alles was aus der Bewegung kommt, Korbleger aus der Bewegung, Dank aus der Bewegung und hau da mal 5804 VC raus. Dann bin ich jetzt eine 71. Und dann schauen wir doch mal. Ja, ihr habt das ja gesehen, für was ich mich gerade entschieden habe. College, habe ich ganz vergessen. Michigan State University. Also gucken wir mal, was jetzt passiert. Ob wir gleich das erste Mal zocken, ob wir erstmal begrüßt werden. I don't know. Let's go.
Junior, Red. You guys ready? Excited? 100, coach. Don't know any other way. Yes, sir. Can't wait. Good. Like we spoke about in practice, conference is tough this year. We got high expectations in the media. But if we win more than we lose, we should be situated pretty well come tournament time. But tonight, it's Midnight Mania. All right? Right. It's a celebration. Everybody on this team has sacrificed a lot to get here, so you put on a show for those fans, all right? Enjoy it. Hey, Junior, I just wanna say this to you. I'm a huge fan of your father. Duke's leadership embodied everything college basketball's about. Thanks, Coach. Have fun out there. No. Bring that back. Okay, this is what I'm gonna say. I'm gonna say stay humble. Then we go bump. You go say stay hungry, and you're not feeling it. Nah, man, I can't see myself committing to that. Okay. Open brainstorm, it's the first pass. Nervous, Red? I'm terrified. It's gonna be all right, man. I'm receiving your energy. You are a weird dude, man. I hear that a lot. Stay humble, stay hungry. Yeah, yes, sir. All right, y'all. Let's bring it in. Huddle up, y'all. Come on. Talk to him, Red. Hey, y'all, I'm gonna keep it short. Today sets the tone. So let's go out there and give these fans a season that they can look forward to, okay? Break it down, Junior. Come on. All right, y'all. Family on three. 1, 2, 3. Family! Und das ist schon ein anderes Bild, eine komplett volle Halle. Wann werden wir das nächste Mal sehen? Egal, ob im College Basketball oder auch in der NBA, genießen wir es zumindest hier in Game. Und wir sind auch wieder komplett fit. 0-0. Wenn ich 0-0 sage, muss ich immer an Fußball denken. Oh, das hätte schon fast der erste Steal sein können. Macht er. Money. Grün gegen Weiß. Ist auch geil. Geiler Titel unten rechts. Und die ersten Punkte mit Kontakt gefinisht. Ganz kurz ein paar Worte zum Wurfsystem. Also ich bin jetzt umgestiegen auf den Stick, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass ich mit Viereck gar nichts treffe. Ich weiß jetzt nicht, was gerade eben der aktuelle Stand ist nach dem Hotfix. Aber bevor der Hotfix rauskam, ging bei mir mit Viereck einfach gar nichts. Lass sich freilaufen. Mach dann nochmal einen Schritt nach draußen. Die Defense ist zwar nicht optimal, aber reicht. Pass kommt raus, Thompson. Bam, Splash, Bomb. Schönes Ding. Hayward zieht rein, spielt ihn raus, ja, weil die Defense am Start ist. Rap muss ihn jetzt nehmen. Haben wir. Pass kommt. Macht ihn wieder rein. Nächster Assist. Habe ich sogar ein bisschen zu spät den Pass gespielt. 19-2. Bisher läuft alles optimal. Hayward hinterläuft. Ich habe gedacht, er zündet. Nice. Und Maxi natürlich direkt im Fastbreak am Start. Und da ist der Dank. Ich weiß gar nicht, wie krass wir danken können mit dem Bild, den wir da erstellt haben. Ist sehr optimal. 4 Punkte, 2 Assists. Nächster Wurf. Oh, Money. Splash Bomb. Pass kommt raus, Thompson. Ja, das war jetzt nicht gut von mir. Mit dem Stick. Fällt nicht. Lambert. Ich kann euch bloß
den Rat geben, ich mache es gerade eben auch so, werft trotzdem, auch wenn ihr abkackt, auch wenn ihr 1-9 steht, 1-13, probiert einfach weiter, geht vielleicht auch mal ein bisschen rein ins Freestyle und probiert dort einfach mal 30 Minuten zu werfen. Pass kommt wieder, Thompson. Bam! Der nächste Dreier, let's go! Und übrigens vielen Dank für alle Bewertungen, Leute. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch die Folge gefällt. Und vielen Dank an alle neuen Abonnenten, die dazukommen. Wir haben die 29.000 geknackt und Thompson wieder. Und das ist der nächste Assist. Das ist der nächste Assist. Und die nächsten Punkte für uns. Wobei der fast noch rausgebounced wäre. 6-4. Unsere Stats bis dato. Webb nimmt ihn. Macht ihn. Den Dreier, den brauchen sie auch, weil sie liegen schon mit 13 hinten. Und es ist der nächste Assist. Alter, hallo, bin ich hier Playmaker oder was? Ja, bin ich auch. Da habe ich ja auch so gebaut. Wer übrigens mein Build hier nachbauen möchte, findet ihr in der ersten Folge. Ganz am Anfang. Einfach Screenshots machen. Und wenn ihr sagt, taugt mir so, einfach nachbauen. Und ich habe keine Ahnung, was jetzt mit Thompson. Ich wollte gerade sagen, jetzt chillt. Hallo, Mismatch des Todes. Harway, den musst du machen. Harway, dann einfach back down, rein in den Post, pushen, pushen und. Das hätte man definitiv anders lösen können. Ja, Mills. Easy. 6 Assists. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was seid ihr für ein Spielertyp, wenn ihr Karriere zockt. Ich rede jetzt nicht vom Park, sondern so hier, College, My Career, NBA. Seid ihr mehr der, der lieber scored? Oder eher der, der lieber die Assists spielt? Oh, das war gar keine schlechte Defense. Was soll ich sagen? Es ist der nächste Assist. Es ist der nächste Assist. 27-12. Ja, jetzt sind wir ehrlich. Komm. Großes Ziel. 10 Assists. Müssen wir raushauen. Weber. Ich laufe wie immer ein bisschen zwischen den Räumen hin und her, weil ich das einfach immer gerne mache. Auch wenn es manchmal nicht so schlau ist. Fünf Sekunden noch auf der Uhr, nimmt ihn. Die splashen die Dinger aber von draußen auch leicht rein, oder? Muss ich vielleicht auch mal einen Dreier nehmen. Oder vielleicht muss ich auch einfach den nächsten Drive ziehen. Webb. Und da ist der Steal. Pass kommt. Thompson und fällt. Let's go. Nicht perfekt getroffen. 11 Punkte, 7 Assists. Take it to the hoop. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört. Aber müsste die eigentlich take it to the hoop. So richtig ganze Halle leise und dann einfach take it to the hoop. Nächstes Board. Okay, das war jetzt nicht mein Plan. Ich habe eigentlich gedacht, wir spielen ein geiles Alley-Oop. Ja, das ist jetzt keine Wiederholung wert. Egal. Yo, that was good. Yeah, the season.
War ein optimales Spiel, hat alles gepasst. Ich habe gedacht, es gibt auch noch eine zweite Hälfte, aber nein, es waren nur 8 Minuten. So wie es am Ende aussieht, Frauen, in der Phase, wir müssen uns auf den Draft konzentrieren. Ich sehe schon, was hier gleich laufen wird in der nächsten Folge. Genau, wir machen jetzt hier einen Cut. Ich versuche die Folgen immer so zwischen 20 und 30 Minuten zu halten, auch je nachdem, wie es sich halt einfach gerade eben anbietet. Die Folge ist jetzt dann mal ein bisschen kürzer, die nächste ist dann vielleicht wieder ein bisschen länger. Und genau, morgen 16 Uhr geht's weiter. Ich hoffe, ihr seid mit am Start. Wie gesagt, lasst mir gerne einen Daumen da, supportet den Kanal, wenn es euch gefällt. Und dann bis morgen um 16 Uhr. Bis dahin. Ciao.